Fahren mit Pferden. Faszinierende Freizeitbeschäftigung mit nostalgischem Touch. Umgang mit Tieren in der freien Natur. Eine tolle Sache, aber auch eine nicht ganz einfache Sache. Fahren will gelernt sein. Sicherheit für Mensch und Tier ist oberstes Gebot, ob als Teilnehmer am öffentlichen Verkehr, beim sportlichen Wettbewerb oder bei der stilvollen Ausfahrt in Wald und Feld. Ausbildung tut Not und wie im richtigen Leben gibt's für solchen Zweck die Fahrschule, die für Kutschfahrer, wo wir den Kutschenführerschein machen können. Der Führerschein für Gespannfahrer heißt Fahrabzeichen, das Fahrpferd und hier Interieur, Exterieur, Gang. Das Interieur, das, was drinnen liegt im Pferd, können wir naturgemäß nicht sehen, aber wir können einiges davon an Äußerlichkeiten erkennen. Das Pferd strahlt einiges aus von seinen inneren Werten. Diese Ausstrahlung gilt es zu erkennen. Ein großes, ruhiges und vertrauensvoll dreinblickendes Auge lässt Positives vermuten. Interesse an seiner Umwelt dokumentiert das gute Pferd mit wachem Blick, stetigem und dabei nicht hektischem, aber interessiertem Ohrenspiel und insgesamt aufmerksamer Körperhaltung. Mit aller Ruhe und Vorsicht spannen wir das Pferd an. Am Kopf ein Longenführer, der das Pferd beruhigt, ihm Vertrauen gibt und es im Notfall auf einen Zirkel bringen kann, wenn das Fluchttierpferd den Versuch machen sollte, allzu arg vorwärts zu rennen. Dieses erste Schleppen sollte auf einem massiv eingezäunten Platz stattfinden, immer mit der Hilfe eines Longenführers, mit Bedacht und, sehr wichtig, ohne Überforderung des Pferdes durch zu schweres Gewicht oder zu lange Arbeit. Losgelassenheit ist die Voraussetzung für jede weitere Ausbildung. Die taktmäßigen Bewegungen sind nur dann richtig, wenn sie über den schwingenden Rücken gehen. Die Muskeln des Pferdes sollen sich zwanglos an- und entspannen, sowie die Gelenke gleichmäßig beugen und strecken. Zum Verständnis. Die Außenleinen gehen durch von der Fahrerhand zum Pferdemaul wie eine Einspännerleine. Die Innenleinen, Kreuzleinen, führen von der Schnalle auf der Außenleine zur Innenseite der Pferdemäuler. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht, und es funktioniert. Der Zweispännerfahrer hat zwei Leinen in der Hand. Wendung links, die Hände werden nach oben gedreht, dabei nimmt die linke an, die rechte gibt nach, die Pferde gehen nach links. Wendung rechts, wir verkürzen zunächst die Leinen, denn die Pferde werden sich uns in der Rechtswendung nähern, wir sitzen ja rechts auf dem Kutschbock. Dann in die Arbeits- und Dressurhaltung und die Hände nach unten drehen. Dadurch gibt die linke nach, die rechte nimmt an. Die Pferde gehen nach rechts. Rechtsrum soll's gehen. Wir verkürzen. Die Hände drehen nach oben. Links gibt nach, rechts nimmt an. Danach nicht vergessen, beide Leinen wieder verlängern.